Hallo Internet, ich bin hier auf der Hannover Messe 2017, erster Messetag. Da hinten warten eine ganze Reihe Menschen an dem Eingang, das ist der Eingang Süd, dass sie reingelassen werden. Um 9 öffnen hier offiziell die Tore. Es gibt da hinten ziemlich einen Andrang, weil Taschenkontrollen stattfinden. Und mit Verlaub, das gerade war, war so ziemlich die mieseste Taschenkontrolle, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich meine, da sind nette Damen und Herren, die in die Taschen reinschauen, aber die öffnen die ein bisschen, schauen von oben ein bisschen rein. Und dann kann man durchgehen. Wozu ist das gut, außer dass es die Leute maßlos auffällt? Erstaunlich. Ist aber auch egal, weil ich bin ja heute da, um zu sehen, was für Neuheiten es auf der Messe gibt. Und die schauen wir uns jetzt genauer an. Hier bin ich jetzt am Stand von Eaton. Die nutzen die Cloud immer intensiver auf verschiedenste Art und Weisen. Hier beispielsweise mit der Microsoft HoloLens. Was ich hiermit machen kann und was Sie wahrscheinlich gar nicht so genau sehen, ist, ich kann diese Anwendung hinter mir, hier werden im Prinzip über Hydraulik Gewichte angehoben. Hier ist die entsprechende Applikation mit Servo oder Asynchronmotor gesteuert oder nicht gesteuert. All das kann ich über die Microsoft HoloLens steuern. Ich kann mit Fehlersinn die Maschine sehen, kann dort sehen, wo der Fehler ist und wie das Ganze im Prinzip zu beheben ist. Klingt komisch, funktioniert aber und zeigt, dass die Cloud-Services in der Industrie immer wichtiger werden. Ich bin hier am Stand von Omron. Die zeigen eine ganz interessante Industrie 4.0 Anwendung, in der fahrerlose Transportsysteme, da kommt gerade einer auf mich zu und ich stehe im Weg, genau, modular entsprechend, nein, im Prinzip genau das an die Maschine bringen, was dort gerade gebraucht wird, zusammengeschaltet mit einer Roboterproduktionszelle dort drüben. Man kann individuell auswählen, welche Farbkästchen man gerne haben möchte und wenn die in dieser Produktionsanlage fehlen sollten, um das richtige Muster zu machen, dann werden sie von den fahrerlosen Transportsystemen bedarfsgerecht und autonom hergebracht. Baumüller macht jetzt auch Robotik. Nein, keine eigenen Roboter, aber in diesem Klos-Roboter sind Motoren von Baumüller drin. Da ist ein spezieller 6-Achs-Umrichter und eine Steuerung, die das Ganze alles ansteuert. Kommunizieren tut das Ganze auch noch mit dieser 3-Achs-Einheit, die man daneben dran sieht. Also hier zeigt sich, dass auf quasi Industrie 4.0-Basis unterschiedliche Gewerke miteinander kommunizieren. Hier bin ich jetzt am Stand von Lenze. Und wissen Sie, was das Besondere ist? Also ich drehe mich mal rum. Man sieht hier weit und breit auf diesem Messestand irgendwie keine Motoren oder nur sehr, sehr wenige. Das ist ein Hinweis, dass sich Lenze immer stärker als Automatisierer versteht und nicht mehr nur als Antriebstechnikhersteller. Dafür sieht man hier bei Lenze Leute, die mit Virtual Reality durch die Gegend spielen und außerdem auch noch Anwendungen von Augmented Reality. Hier hinter mir am Stand von SAP ist was wirklich Spannendes zu sehen. Im Prinzip eine Fabrik der Zukunft. Das allein wäre nicht neu. Die machen das aber zusammen mit einigen Partnern auf Basis von OPC-UA. Der Demonstrator, den man jetzt gleich sieht, ist also kein SAP-Demonstrator. Er ist im Prinzip ein loser Zusammenschluss von spannenden Unternehmen. Hier haben wir die Anwendung. Das ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Komponenten, aus einem Beckhoff XTS-System, aus KUKA-Robotern, wir haben Wägesysteme drin, Vision-Systeme, Kameras, wir haben einen Drucker mit drinnen. Das Besondere hieran ist, es gibt keine zentrale Steuerung, die das Ganze koordiniert. Es ist tatsächlich so, dass jede einzelne Einheit nach oben ans SAP kommuniziert. Der Roboter sagt, ich bin bereit, ich kann etwas bewegen, ich habe eine Handlingsfunktion. Das XTS sagt, ich habe verschiedene Mover, die können bewegt werden an irgendeine Position. Der Drucker sagt, ich kann drucken. Und wenn nun ein Auftrag kommt, geht der Stück für Stück an die einzelnen Positionen und die tun dann was. Das gesamte Steuerungsprogramm läuft in diesem Szenario unter SAP. SAP sagt also, in welcher Reihenfolge bei dieser Anlage was getan werden soll. Hier am Stand von Wittenstein habe ich was wirklich Spannendes entdeckt. Dieses Kästchen hier ist ein neues Messsystem, ein hochpräzises Messsystem. Dieses Gerät nennt sich IDS 3010, misst bis in den Pikometerbereich hinein. Pikometer, also Subnanometer. Das Ganze mit einer Auflösung von 10 MHz, das heißt 10 Millionen Messpunkte pro Sekunde.
Damit lassen sich hochpräzise Messungen in den Maschinen durchführen und auch eine Menge anderer Geschichten. Man kann die Geschwindigkeit, die Beschleunigung errechnen und kann sehen, wie die Maschine ineinander schwingt. Hochinteressant, und das hätte ich jetzt von Lichtenstein echt nicht erwartet. So, an dieser Stelle lässt sich die Messgenauigkeit dieses neuen Systems gut demonstrieren. Hier ist ein Aluminiumzylinder. Wenn ich meine Hand dort in die Nähe gebe, es gar nicht berühre, nur in die Nähe gehe damit, mit meiner Wärme, dehnt sich der Zylinder aus. Man sieht rechts schon an der Kurve, der Wert steigt. Gehe ich weg, kühlt er sich wieder ab. Gehe ich wieder in die Nähe, dehnt sich der Zylinder durch meine Handwärme wieder aus. Es geht nach oben. Wenn ich ihn anfasse, wow, geht es richtig nach oben. Lasse ich wieder los, kühlt der Zylinder wieder ab. So genau ist das neue Messsystem von Wittenstein.